Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Konnichiwa und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Shogun 2 Total War mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit einem weiteren Teil unserer Hojo-Kampagne und unser Ninja, der kann mal jetzt hier einen Attentat auf diesen Missionar durchführen. Wenn wir ihn verwunden, würde das schon reichen, dann ist er einfach nur weit weg. Daumen drücken. So, ich trinke mal einen Schluck. Ich trinke mal einen Schluck Attentatskaffee. Da sehen wir unseren christlichen Missionar bei einer typisch christlichen Vesper. Komm, 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 komm. Das ist ein teurer Spaß hier. Das muss jetzt auch klappen. Yes. Hätte mal besser Kaffee getrunken statt Tee, ne? Okay, also, Feind verwundet, das reicht. Wir müssen ihn nicht komplett ausschalten, ne? Super. Da mache ich direkt einen Quicksave. Der soll ja einfach nur nicht irgendwelche weiteren Auflegungsversuche machen. Darf es direkt automatisch machen. Steigt jetzt einen Rang auf. Oh, für 39 repariere ich das auch. Das ist gut. Okay. Es ist so dumm. Ja, dann lass die Besteuerung an. Das ist echt der Running Gag, dass du hier immer diesen Quatsch hast, ne? Plus 5% Verstärkungsrate bei allen Einheiten, das ist nice. So, und der Bonus, der wirkt leider erst ab nächster Runde. So ein Unfug. Okay, gut, naja. Miyagi wird ja dann die nächste Stadt sein. Ja, okay. Da wird wohl nochmal jemand unsere Schiffchen angreifen, ne? Im Zweifelsfall bist du das. Fahr doch mal hier rüber. Weil jede Flotte, die wir da ablenken, das soll mir eigentlich recht sein. Na gut, wenn wir da hinfahren, der zieht sich dann hierhin zurück, ne? Du kannst ihn eigentlich auch auflösen. Es ist eigentlich... Ja, es ist eigentlich Quatsch, ne? Also wir könnten den da behalten, aber wir können den auch für 167 können wir auch nochmal eine neue Einheit rekrutieren. Also wo, da ist kein... Das ist kein signifikanter Unterschied für uns. Was ich jetzt noch so ein bisschen als Lehre für mich aus der ganzen Sache hier, aus der Schlacht eben gesucht oder gezogen habe, ist, dass wir auf jeden Fall mit kleineren Armeen vielleicht effektiv, also mit kleineren und besseren Armeen effektiver kämpfen können. Und jetzt mit der Armee nicht unbedingt, weil das ist halt auch nochmal eine große, qualitativ hochwertige Armee. Aber dann wird man eher mal angegriffen von dem Gegner. Und kann den dann leichter versuchen zu ja was machen wir denn da, und dann kann man leichter versuchen, diesen Gegner anzulocken, ne? Der kommt dann eher mal auf einen zu und macht ein aggressives Manöver, und das ist für uns ein Vorteil. Hier gibt es eine Ninjutsu-Schule, das ist auch mal ganz gut zu wissen. Sabotieren ist hier aber nicht, ne? Die Sabotagen kosten alle Geld. Ja, bleib mal da in der... in dem Wäldchen da stehen. Okay, sauber. Dann sind wir da auch nochmal einen Feind los. Auch das nochmal hier ein Grund zu feiern. So, und jetzt machen wir was? Machen wir was? Jetzt gehen wir nochmal mit der kompletten Flotte da hoch. Ja, warum nicht? Klar. Doch, natürlich.
wie die KI in diesen Autoresolves halt einfach einem immer so eiskalt die Schiffe halt so wegbügelt, ne? Also, ich meine, der killt mir da einfach die Schiffe, ne? Das ist einfach irre. Also, das können wir so natürlich nicht, können wir natürlich so nicht mit uns geschehen lassen, ne? Er hat auch so viele Bogenschützen verloren, ne? Bei den schweren Buhnen müssen wir auch mal gucken, ne? Also, verlängerte Schlange, ja. Die Formation kenne ich allerdings nur zu gut. Ja, noch ein bisschen näher, ne? Das ist ein Handelsschiff. Ja, das ist so besser. So, und du kannst direkt hier entern. Und Problem erledigt. So, jetzt bin ich gespannt, was wir da verloren haben. Also ich kann mir nicht beim besten Willen vorstellen, dass die Verluste genauso ausgesehen hätten wie jetzt im Auto-Resolve, ne? Ach, das ist sowieso so ein Ding, ne? Die Seeschlachten, die musst du leider fast immer manuell in Shogun 2 machen, ne? Deswegen wäre mir auch so ein Szenario am liebsten, ne? Genau null verloren, ja. Aber klar, ne? Wir müssen halt hier so ein bisschen auf die Verluste gucken, aber da sehen wir, ne? Wir haben da eigentlich nichts verloren, im wahrsten Sinn des Wortes, ja. So, okay, dann für uns die Frage, brauchen wir noch ein Handelsschiff? Wie teuer kostet das? Ja, wie teuer ist das? 55, okay, gut. Ja, aber das brauchen wir hier unten auf jeden Fall nicht. Und was ist mit dem Schiff hier? Brauchen wir das noch? Eigentlich auch nicht, ne? Kannst du eigentlich auch auflösen. So ist es nämlich. Und du kannst ja dann nochmal hierhin mit dazu, weil dann hätten wir zur Not noch eine Verstärkung, falls wir angegriffen würden, ne? Die Buhne hat halt echt gelitten, die müssen wir aufbessern, aber okay. So, das können wir dann entweder hier im Hafen von Hitachi machen oder wir gucken erstmal, was der hier so veranstaltet, ne? So, ja, dann vielleicht nehmen wir noch, vielleicht nehmen wir hier noch eine Bogenkobaya mit. Damit wir hier noch ein bisschen mehr sehen. Okay. Ja, dann ist ja das, was jetzt noch aussteht, ist das Gefecht hier. Ich würde auch hier sagen, ist tatsächlich wahrscheinlich eine Defensivformation wieder so mit am günstigsten, ne? Hat halt sehr viele Samurai-Einheiten. Ist auf jeden Fall besser als so in eine städtische Defensive reinzugehen. Ne? Also hier auf offenem Feld, glaube ich, sind wir da im Vorteil. Weil wir mehr Truppen haben als er und wenn wir Glück haben, können wir ihn auch so ein bisschen kiten. Ne? Wir brauchen einfach noch mehr Samurai-Einheiten. Das ist einfach die beste Einheit im Spiel. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also, mach das mal so. Können wir die einmal so ein bisschen... Ja, ne? Stell die mal so nach vorne.
die nach hinten. Und ja, die Kavallerie bitte auf die Seite, weil das ist ja die Kavallerie, die die andere Kavallerie abfängt, ne? Ja, der kommt auch, okay. Stellt die mal hier hinten auf. Okay. Katana Samurai. Da hinten ist ein General. Okay, vielleicht können wir ihn auch mit der Kavallerie so ein bisschen ablenken. Manchmal ist das ja eine ganz coole Sache. Switcht ihr mal. Okay. Moment bitte. So, okay. Kinder sind versorgt. Wo ist er da? Immerhin, ne? Wenn wir da zwei Yadi-Samurai gebunden kriegen, ist das schon mal ganz gut, ne? So, und was waren das hier jetzt für Einheiten? Kämpfen gerade noch. Ach, das ist ja auch ein geiler Trick, ne? Guck mal, du denkst hier, ich denke so hoch, der kämpfen wir doch gar nicht mehr. Dabei ist das ein General, der da noch mitten in unseren Ashigaru-Einheiten drin steht. Krass. Ey, du musst hier dicht machen. Kannst du mir nicht einfach diese Einheit zeigen? Ich meine, schaut mal. Das ist so weit von der Einheit entfernt. Also, ja. Ja, ich habe auch Katana Samurai. Oh, bitte. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Nee. Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt alles händig. Wo ist der General? Da drüben, okay. Ja, standhafte Katana-Samurai, ne? Tatsächlich eine kleine Herausforderung. Okay, gut. Dass die da schon beschäftigt sind, das ist schon nicht schlecht. Das es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das könnte uns noch so ein bisschen retten. Die allerdings nicht mehr. Warum auch immer.
Okay, hier rüber. Lass sie mal da hochlaufen. Was ist mit dir? Da, komm hier rüber. Zack. Okay, vielleicht erwischen wir mit dem noch was. Das sind vor allen Dingen die Bogenschützen halt auch gewesen, die uns hier so ausgedünnt haben, ne? Also der hat ja mit seinen, der hat ja auch schon in bester Attila-Manier. Ich hatte echt nur zwei Katana-Samurai dabei, das ist halt natürlich auch nicht so viel, ne? Der hat natürlich auch in bester Total War Attila-Manier hier mit seinen Bogenschützen in die Infanterie reingehalten, ne? Okay, ja, ist aber gut, wenn hier die Truppen alle noch auf die flüchtenden Einheiten schießen. Es gibt uns auf jeden Fall auch nochmal Zeit, mal die Bogen-Ashigaru hier noch weg. Und hier müssen wir gleich auch nochmal gucken, ne? So, jetzt kannst du eigentlich schon mal hier dich aufstellen. Ja, fortsetzen bitte. Einmal hier hoch, komm. Ich meine, da drüben haben wir ganz gut gewütet. Greif den mal an. Der General verfolgt ja auch noch. So, und die hier. Das Einzige, was ich jetzt überhaupt nicht in dieser Schlacht gecheckt habe, war, warum der immer so krass rotiert hat mit den Einheiten. Also er hat mir jetzt ja gerade de facto meinen General da hinten gezeigt. Und die eine, die ich ausgewählt habe, stand ja hier hinten auf dem Hügel. Das fand ich dann doch schon ein bisschen komisch. Okay, gut. Dann laufen wir mit denen hier noch vor. Ne? Mal gucken, ob die noch irgendwas treffen. So, jetzt komm. Hier, volle Möhre. So, zack. Ja, das musst du die Einheit nochmal versuchen, manuell zu finden. Das gilt für dich übrigens auch. Na, da war es jetzt sogar halbwegs nah dran, ne? Okay, und die flüchten ja auch gerade hier, ne? Da drüben, was flüchtet da noch so? Das kann nicht mehr viel sein. Obwohl, doch da noch ein bisschen was, ne? Katana-Samurai. Dann komm, dann kümmer du dich noch um den. Ja, so, dass er denkt, wir fangen ihn da ab, bitte. Weil der flüchtet gerade noch in eine andere Richtung. Was haben wir hier noch? Da. Okay. Vielleicht erwischen wir hier noch einen. Das ist tatsächlich hier mit der Kavallerie wirklich echt
schwierig, ne? Die leichte Kavallerie ist halt eine Einheit, die dir im Endeffekt natürlich immer noch einen Slot verstopft, ne? Den du halt nicht mit anderen Einheiten nutzen kannst. Und sie ist halt selber natürlich nicht so kampfstark, ne? Das ist echt so ein Malus. Und ansonsten gibt es da keine guten Alternativen zu hier in dem Spiel. Na, ich meine, klar, du kannst Katana-Kavallerie spielen. Oder, ja, die Kavallerie, aber die ist halt unfassbar teuer. Die ist wirklich unfassbar teuer. Fantastische Quote. Guck mal, 700 Verluste bei der leichten Infanterie. Also, das ist doch optimal gewesen jetzt, ne? Guck mal, den stellen wir schon mal nach Mikawa rein. Ja, sollen wir den dann nochmal angreifen hier dann? Ich würde auch sagen, die 21 Kavallerieeinheiten können wir schon mal da reinstellen. So. Das gewinnen wir doch so, oder? Da verlieren wir ja nichts, ne? Fantastisch. Ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich, Spiel. Ich hasse dich. Ich hasse dieses Spiel. Und das Spiel hasst mich. Okay, wenigstens ist die öffentliche Ordnung damit so halbwegs wiederhergestellt, ne? Wir müssen da unbedingt Steuern erheben, ne? Dann könnten wir hier theoretisch ein Gebäude hinbauen, wo wir dann Samurai rekrutieren können, ne? Ja, und hier rekrutieren wir dann noch einen Kishu-Ninja, oder wie? Ah, das geht hier gar nicht. Das ginge nur hier. Ja. Du gehst hier hin. Pass auf, dann nimm du doch, sag mal nochmal, gerade hier diese Stadt. Ich schick die mal hier runter. Du schickst die Armee da rein. Na? So, und jetzt will der... Boah, Leute. Moment mal kurz. Und jetzt will der mit diesen drei Fullstacks nach Echizen. Was wir reparieren müssen, ne? Ja, und eigentlich... Ja, okay, okay. Und eigentlich brauchen wir einen Haufen Katana-Samurai da drin, ne? Schrägstrich, diese Armee hier bräuchten wir, ne? Und zwar möglichst komplett. Die lassen wir mal so da stehen. Und du tust so, als würdest du den angreifen oder so.
Denn der soll hier die Armee noch mitnehmen, ne? Ja, wir könnten da drei Katana-Samurai jetzt noch einpacken, ne? Ich will nur noch mal betonen, was das hier für ungleiche Mittel sind, mit denen wir hier kämpfen. Ist inakzeptabel, okay. Keiner von denen will jetzt Frieden. Tee kann ich euch. Ich hätte euch nicht für mutig genug. Gott, ich zerbreche mir gerade so den Kopf, ne? Wie wir hier effektiv weiter verteidigen, ne? Im Endeffekt, wir verteidigen uns ja hier gerade nur, ne? Also es ist gefühlt seit 10 Runden, aber ich glaube, es sind nur 2 Runden bisher gewesen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gut, und halt hier, naja. Eigentlich keine Zeit, um noch mehr Katana-Samurai zu rekrutieren, ne? Abgesehen davon, dass die sau lange dauern. Aber jetzt die ganze Kohle nochmal für 2 Katana-Samurai auszugeben, ist jetzt auch too much, ne? Schick den mal hier hoch, der kann nach Fukushima laufen. Wir könnten jetzt eine dieser Armeen blockieren, aber das würde ja nicht viel ändern, ne? Dann greift er uns mit 2 Fullstacks an, anstatt mit 7.000 dann halt mit 5.400 oder so. Das muss man halt auch nochmal sagen. Guck mal, wie bescheuert das ist. Das sind doch nur krasse Value-Einheiten. 128 kosten ihn die im Unterhalt.
Ja, die kosten uns 40 mehr. Es kann doch nicht sein, dass der die Kohle dafür hat, jetzt mal ehrlich, ne? Es sei denn, der ist krasser subventioniert als der Agrardiesel. Ho, ho, ho. Jetzt wisst ihr auch, in welcher Zeit ich das hier aufgenommen habe. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch zurück. Okay. Also bevor der Echi Zen erobert, lasse ich ihm die Stadt lieber. Ja? Das wird alles abgerissen. Ich will nicht, dass er da irgendwelche Samurai-Einheiten aushebt. Das darf der in anderen Städten machen. Lauf du mal Richtung Yamato? Ja, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Leichte Beute, der hat kaum Fernkämpfer. Da sind auch nicht so viele Fernkämpfer drin. Die packen wir theoretisch auch. Okay. Beherrschung der Reitkunst. Er will mich doch echt verarschen, oder? Da passiert jetzt nicht so viel, ne?
Ich zerbreche mir den Kopf. Ja, okay, gut. Also, dann würde ich trotzdem sagen, wahrscheinlich. Also, ich meine, wir haben ja hier immerhin schon mal Verstärkung bekommen. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Das ist halt wieder so eine Massaker-Armee, ne? Die er sich irgendwie zusammengecheatet hat. Jetzt greift er uns dann. Als nächstes will er uns in Novari angreifen, ne? Wir könnten halt versuchen, den zu blockieren. Und dann was? 1, 2, 3, 4, 5 Fernkämpfer. Dann 1, 2, 3, 4 Fernkämpfer. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Fernkämpfer. Also wenn, sollten wir versuchen, diese Armee lahmzulegen. Da sind nämlich 5 Fernkämpfer drin, alles Samurai und relativ wenig Truppen, die ihm so in der Belagerung nichts bringen. Wie zum Beispiel die Generäle, die bringen dem ja nichts. Dann wäre die Armee hier deutlich später dran. Weil nicht so viel Verteidigungseinheiten hier, ne? Wir haben keine wirklich gute Nahkampfverteidigung. Das hätten wir halt mit ihm, ne? Der wird mit 2 Fullstacks aber doch safe den Angriff riskieren. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Was ist hier? Plus 2. Also der kann 2 Einheiten rausnehmen, ne? Die brauchen wir ja dann in Fukushima, um da zu garnisonieren, ne? Damit wir da auch irgendwann nochmal rauskommen. Gut, da warten wir jetzt auch, bis die fortgebildet sind. Und dann würden wir so langsam mal Miyagi angreifen, ne? Das muss ja auch in diesem Jahr, passiert das sowieso nicht mehr. Ne? Das passiert jetzt eh nicht mehr. Und der kann eigentlich hier raus. Machen wir hier ein Spionagenetzwerk in Shimotsuke. Das ist halt ein Kisho Ninja zu viel hier oben, ne? So, und hier sehe ich eigentlich, der kann ja jetzt eh noch nicht raus, ne? Also von daher kannst du hier auch in diesen Militärhafen fahren. Also klar, wir können natürlich sagen, wir lassen hier die 4 Yari Ashigaru. Und dann geht das, ne? Das könnten wir theoretisch machen, weil wir dann sagen so, dann kann er hier Sado nicht so einfach einnehmen. Aber ich glaube, da brauchen wir keine Truppen zu stationieren, ne? Das ist eigentlich unnötig. Okay. Hauptsache, wir sind jetzt erstmal aus den roten Zahlen raus. Das ist auch eigentlich ganz gut. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Macht's mal gut. Bis dahin, Pax Vobiscum, Valete und Matane.